Hey du, hast du das Zeug, ein echt cooler Tintenfisch zu werden? Auf dem Weg nach Inkopolis lernst du, was du wissen musst. Oh Gott. Ja, atme. Ich komme hier klar. Kann ich das irgendwie neu zentrieren oder nicht? So, liebe Leute, wir spielen Splatoon und ich kann die Bewegungssteuerung nicht ausmachen. Okay. Jeder soll Splatoon kennen. Wenn nicht, dann habt ihr was verpasst. Okay. Aber für die 2-3 Menschen, die dieses Video gucken und Splatoon nicht kennen, also vielleicht 100% der Viewer, vielleicht auch 9% der Viewer, mir total egal. Splatoon wird auf der Wii U gespielt und ist Nintendos Antwort auf die Shooter. Ja, Nintendo stellt Shooter her. Das hier ist kein COD, leider Gottes. Weil dann würde es gar nicht auf dem Kanal erscheinen, weil niemand mag COD. Oder Battlefield. Allgemein Shooter mag niemand. Die Shooter sind doof. Shooter tun weh. Der Junge hat's drauf. Der ist gut in diesem Spiel, sagt er und verkackt halt alles. Aber das sind wir gewohnt von diesem Boy. Auf jeden Fall, in Splatoon geht es darum, den meisten Ground, also den meisten Bohnen, liebe Leute, einzufärben. Wenn wir auf gegnerische Farbe laufen, sterben wir langsam aber sicher. Nein, jetzt sind wir einfach nur extrem langsam. Und haben wir, glaube ich, wirklich Energie verloren. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Relativ hart egal. Es gibt 4 Modi, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Auf jeden Fall besteht dieses Let's Play eigentlich daraus, dass wir uns bis Level 30 hochspielen. Wenn ich danach noch Lust habe und mich nicht zu doll aufrege über dieses tolle Spiel, wo ich mich ab und zu wirklich stark aufrege, dann spielen wir vielleicht noch ein bisschen Wacked. Aber das schätze ich weniger. Jetzt kommt es mir immer schön, die Nachrichten, die niemand interessieren. Geht einfach beide nach Hause. Ja. Das ist das letzte Splatfest. Ich weiß nicht mal, was ein Splatfest ist. Ich habe das Spiel seit... Alles klar. Seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und ja. Irgendwie werden zwei Teams aufgeteilt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt irgendwas. Ist okay. Ich würde sowieso auf Team... Wie heißt sie? Aioli? Ich hab keine Ahnung. Okay. Das interessiert uns schon mehr, die Arenen des Tages. Die alle 4 Stunden wechseln. Ich hab wirklich 0 Ahnung. Ja. Das ist, glaube ich, irgendwie der Singleplayer. Den keiner spielt, weil Splatoon wird 90% online gespielt. Willkommen in Inkopolis. Hier im Zentrum trifft sich alles, was hip ist und dem Flow hört. Hier findest du jeden Tag Leute bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Kämpfen. Das hohe Gebäude vor dir ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt, der Tintenturm. Im Tintenturm findest du die Lobby für Online-Kämpfe. Hier haben wir das... den... Boilabazar. Du ist richtig. Das trainigste Modezentrum in Inkopolis. Da findest du die fettesten Waffen und die beste Ausrüstung für den Kampf. Aber ansonsten, die Verkäufer sind ein bisschen versnobbt. Alles klar. Wenn du ihnen nicht cool genug bist, weigern sie dir, dich zu bedienen.
Okay, im ersten Stock in diesem Gebäude da drüben ist das Duell Dojo. Hier kannst du gegen einen Freund antreten, was wir niemals machen werden, weil wir keine haben, und ein wenig üben. In dieser Seitengasse scheint irgendetwas Kurioses zu sein. Also gehen wir da lieber nicht hin, weil da voll die Junkies und komischen Personen rumrennen. So, und dann? Hä? Was ist das denn für ein Typ? Der sieht aus, als würde er nur eine Schwierigkeit bereiten. Also halten wir uns von denen aufhören, weil das eigentlich das Singleplayer ist. Jetzt geht es weiter mit den Splatfesten. Manchmal erhalten die Inklinge Nachrichten von den Göttern. Und das wird dann in Inkopolis mit einem Splatfest gefeiert. Und teilzunehmen musst du hier am Splatfest, weil schon abstimmen. Aber es ist noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Splatfest. Geh erstmal in die Lobby im Tintenturm für einen Standardkampf. Also. Danke, Bewegungssteuerung ist weg. Also dort wohnen die ganzen Snobs, die mögen wir nicht. Dort ist Singleplayer-Stuff und kuriose Typen, denen wir lieber aus dem Weg gehen sollten. Und da ist ein Singleplayer und das Heldstück ist also da hinten. Okay. Na, hier können wir unsere Ausrüstung pimpen bei diesem komischen Dude. Das weiß ich, mit Muscheln, die wir durch Splatfeste bekommen. Die haben wir durch Splatfeste bekommen. Okay, da kaufen wir unsere Ausrüstung später ein. Und da oben gehen wir niemals hin. Singleplayer spielen wir auch nicht, der suckt. Und ja, diese Katze ist das uninteressanteste der Welt, aber sie sieht ganz knuffig aus. Naja gut, es gibt schönere Katzen auf der Welt. Ich mag Katzen, aber okay. Gehen wir einfach mal in einen Standardkampf rein, liebe Leute. Und so sind wir im Revierkampf. Eigentlich sind wir hier noch die meisten Roundfärben und hier ist Team Türkis und Team Orange. Wir werden so hart auf den Sack bekommen, weil wir einfach noch das fetteste Level 1 Gear der verkackten Welt haben. Aber sonst ist alles okay. Wände zählen nicht, also sind die eigentlich komplett uninteressant, es sei denn, wir wollen irgendwo an Höhe gewinnen, aber das wollen wir nicht. Wer will das denn bitte schön? Wir spielen hier keine Sniper, wir haben hier unsere kleine Wasserpistole. Oh shit. Unsympathische Person im Anmarsch. Ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich dieses Spiel überhaupt nicht beherrsche. Nur weil es so ist, aber. Easy. Stupide auf Gegner zulaufen. Das ist mein Style. So mag ich das. Meine Taktik ist es gerade, wenn die nicht rauskommen, können sie nichts einfärben. So, jetzt verpieseln wir uns und suchen ein bisschen Ground. Geh doch mal nach Hause. Meine Güte. Okay, warum auch immer wir gerade so hart dominieren, aber mir soll es recht sein. Ich wollte sagen, jetzt leckt es ja auch noch. Jetzt muss ich gerade überlegen, downloade ich gerade was auf Steam oder nicht? Es wäre leicht suboptimal vielleicht. Dass ich hier echt nicht hochlaufen kann. Warum ist hier überhaupt orange Farbe? Wer kommt denn auf diese beschissene Idee? Hier vorne wieder orange. Ein bisschen. Wer kann dann auf die beschissene Idee? Türkis ist die Farbe der Macht. Ja gut.
Haben wir fein gemacht. Muss ich auch schon mal so sagen. Der sieht leicht mehr türkis aus und... Ja, gut. Und ich muss schon sagen, dieser Boy da oben, die Stufe 1, dass er gleich erste ist, der hat's drauf, Leute. Aber wir kriegen gerade nur Scheiß drauf. Ich weiß gerade nicht, was das alles ist, aber das ist okay. Es interessiert mich nämlich nicht, was das ist. Hauptsache, ich bin cool. Und voll der coole Tintenfisch. Jetzt sind wir auf der anderen Map, dem Pinacchio. Die Pinacchio. Ja, keine Ahnung, ist mir egal. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Ich will hier bloß orange Farbe verspritzen. Okay. Verbreiten, verspritzen. Sucht euch aus. Wann habe ich das letzte Mal Splatoon gespielt? Am Release! Da habe ich ein bisschen viel Splatoon gespielt. Vielleicht. Aber sonst fast gar nicht. Danach zumindest. Deswegen kenne ich diese ganzen neuen Maps vielleicht nicht allzu gut, aber... Oh, da will jemand rippen. Hat sich ausgerippt. Meh. Ja gut, auf dem Gamepad haben wir eine kleine Map nebenbei und dann können wir zu unseren... Okay, dann können wir einfach zu unseren Teammitgliedern raufhüpfen, wo sie sich gerade befinden und dort Verstärkung leisten. Das ist eigentlich ganz schön fresh. Rein hypothetisch gesehen. Nicht nur hypothetisch gesehen, das ist so. Ja, ist hier schon fahrbare Mine. Ich glaube, ist nett. Aber unser Level 1 Gear ist halt das beste Gear, ne? Level 1 Gear, bestes Gear. Wut! Ne, ah, da haben wir auch noch eine. Ja, gut. Wieso klicke ich immer auf den falschen? Ich glaube, ich sollte mit dem Klecksroller spielen. Hätte ich gerade einen Kill gehabt. Und das ist ein sehr doofer Sprung. Ihr seid solche Affen. Deswegen spiele ich kein Splatoon. Ich kann es einfach nicht. Ja, okay, ihr macht das ja alles hier ganz toll, ne? Ihr macht das ja alles ganz, ganz toll. Meine Güte. Ich muss wieder mal sagen... Oh, ich war orange. Man kann halt nicht alles carryen. Ist nicht mehr so. In LOL kann man das nicht. In Splatoon auch nicht. Da sind wir in dem nächsten Match. Gegen Pink können wir nicht gewinnen. Das könnt ihr vergessen. War es die Map, wo wir vorhin penetriert haben? Hoffentlich. Boah, Leute, was macht ihr denn? Ihr macht das richtig.
Und er sprintet einfach voraus. Und dass da keine Farbe auftaucht, ist vollkommen normal. Wie auch immer er da hochgekommen ist. Manche Dinge sollte man einfach nicht hinterfragen. Aber es ist vollkommen okay. Es ist vollkommen nicht okay. Oh Gott, ich bin abgerutscht. So, ein Affe. Hat er sich abgetaucht. Na komm, meine Fresse. Der Carrier muss ja hier... Okay. Und wie es läuft. Kommen wir da echt nicht rüber? Wo ist er hin? Oh, dieser Trommelpeter, Alter. Meine Fresse. Oh, mir fällt gerade was auf. Wir hätten hier gewütet. Das ist auch nicht so geil. Alles klar. Mach Spritz wie Weltmeister. Meine Fresse. Sag ich ja, easy win. Also, bitte. Kein Ding von den King. Gecarried. Sag ich ja. Aber das war's auch schon wieder mit diesem wundervollen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute, und tschüss.